Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Banjo-Tooie. So, wir sind jetzt noch immer... Moment, das habe ich... Da! Da, das werde ich noch untersuchen. Also ich wollte sagen, wir sind in der neuen Welt. Wolken ohne Land heißt es. Und wir sind jetzt mitten im Berg drin. Die hat ein paar Ausgänge, würde ich mal sagen. Alter! Aber was die können, weiß ich noch immer nicht. Okay, das tut weh. Gut. Was kann ich mit denen tun? Moment, ich weiß, was ich mit denen tun kann, aber... Was ist mir gerade eingefallen? Soll ich das jetzt machen? Ja, muss ich ja fast. Ja, müssen nicht, aber... Egal. Sie sind nämlich leichter als Luft. Geht das nicht höher hinauf? Alter! Die Viecher gehen mir auf den Keks. Alter! Ui, jetzt ist es weg. Ja, okay, dann lege ich mich schlafen. Moment, nicht so. Also kann ich dann nur schweben mit denen. Ja, Alter, wie viel wollen denn noch kommen? So, also ich kann schweben. Ah, okay. Ich hätte gar nicht zum einen Ausgang müssen, sondern hätte das nehmen können, um dorthin zu fahren wahrscheinlich. Hinfliegen, nicht hinfahren. So, ja, dann nehmen wir einen anderen Ausgang. Ich würde mal sagen, den da. Es gibt zwei Mumbos. Ein Eismumbo und ein Feuermumbo. Ja. Nicht unbedingt, aber. Also nicht unbedingt Feuer und Eis, aber. Es sieht halt danach aus. Wow, hier hüpfe ich aber. Ah, die wollte ich nicht. Ja, normalerweise müsste das doch reichen, oder? Nö. Okay. Gut, dann muss ich wahrscheinlich mit Banjo allein hierher.
Ich glaube, das mache ich gleich. Nicht, dass ich es vergesse. Wow. Wow. So. Ach, kann ich auch dann hier rüber gehen und dann auf diese kleine Insel dort hingehen. Unser erstes Puzzleteil, glaube ich. Nein, mehr haben wir noch nicht. Weil dieses komische Minispiel mit Kanarienkala oder wie sie auch heißt, das habe ich ja nicht geschafft, weil das unmöglich schwer ist. Braucht man so einen Rapid-Fire-Controller. Ja, komm. Was ist das für eine komische Pflanze mit Augen? Egal. Moment. Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich komme weiter hinauf. Ja, und jetzt müsste ich sie noch pflanzen irgendwie, nicht? Also begießen. Keine Ahnung wie. Ja. Hat sich nichts gebracht? Vielleicht gehe ich nur mit Kazooie mal allein hin. Vielleicht muss dieser Samen ja wie ein Ei ausgebrütet werden. Wo sind die? Nee, da vorne. Alter. Die Viecher hier gehen mir schon dermaßen auf den Keks. Ja! Nee, also ich kann mich gar nicht draufsetzen. Moment. Das Auge sieht mich an.
Also wenn ich jetzt so ein Ding schieße. Es sieht mich auch so an. Zumindest habe ich jetzt einen Schwachpunkt. Ja, bringt mir aber trotzdem nichts. Okay, jetzt bin ich tot. So. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in den anderen Eingang. Den da. Alter, die Viecher! Damit darf ich raten. Okay, ne, okay. Ich probiere mal was, vielleicht funktioniert's. Geht sich das aus? Knapp aber doch. Du bist ein Falscher, oder? Natürlich bist du ein Falscher. So. Jetzt sieht das erstmal noch ziemlich ruhig aus. Bin mir aber sicher, sobald ich da irgendetwas anschieße, nach Feuer aus. Oder auch nicht. Achso, die haben so Einbuchtungen. Dort muss ich wahrscheinlich reinschießen. Okay, das ist dann wahrscheinlich ein Eisei. Tatsache. Da haben wir ein Granatenei. Ein bisschen weiter weg, damit mich die Explosion nicht trifft. Das, wie gesagt, ein Feuerei. Das ein normales. Ach. Goldene Eier. Okay. Und muss den. Da muss ich wahrscheinlich jetzt hier alles treffen. Willkommen, das ist mein fabelhafter Goldtopf, wo man auf Gold schießt. Gewinne einen unverdienten Preis, indem du 75 Kugeln in 45 Sekunden triffst. Wenn du 90 übertriffst, gewinnst du einen extra Preis. Ich wette, du triffst nicht mal 20. Natürlich will ich es versuchen. Systematisch vorgehen. Ja, systematisch und dann einfach irgendwie. Alter, komm schon. So. Ja.
87, ich glaube, das ist nicht das Beste in Zeiten, ja. Gut, ich habe am Anfang aber auch wirklich langsam gemacht, ja. Okay, jetzt muss ich... Oh, jetzt treffe ich nichts mehr. So, 90, 91, 92, 93. So. Für was? Ne. Vielleicht will ich noch mal was bekommen. Ja, kann ich dann nachher nachschauen, ob ich das vergessen habe. So. Die Viecher! So, dann würde ich mal sagen... Warte, gehen wir systematisch vor, anstatt hier einmal nach hinten, einmal nach vorne. Jetzt gehen wir... Abbreiten wir uns so links weiter. Das heißt, jetzt da unter Wasser. Wie war das? Genau. Okay, das war wieder zurück. Wie stimme ich los? Okay. Pterodactylus Land, ihr könnt euch sicher erinnern. Der Dino, der durstig war. Juhu, mein Becken ist voller Wasser. Wo kommt es bloß her? Schmeckt himmlisch. Nun, es kam tatsächlich aus dem Wolkendumpo. Ehrlich? Du hast gesagt, es fällt nicht einfach vom Himmel. Ich habe gelogen. Trink und sei glücklich. Das bin ich. Hier, ich gebe dir diesen eigenartigen Goldzahn dafür. Ah, okay, habe ich es gleich bekommen, anstatt dass ich nochmal hineingehen muss. Aber ich muss ja nochmal hineingehen, weil jetzt, da das Wasser dort ist, kann ich in diese Höhle gehen und mir dort... Was war das? Ich glaube, eine Cheater-Seite. Glaub schon. Auf jeden Fall das unter Wasser holen. Ey, von wo bin ich gekommen? Von da. Moment! Rückzug. Da ging's noch hinauf. Wieder die... Was muss ich da machen? Willst du mich verarschen? So. Auf jeden Fall ist hier schon mal eine Flugplatte. So. Nee, so auch nicht.
keine Ahnung, was ich mit denen machen muss. Auch das ist keine Lösung. Egal. Egal ist es nicht. Wer weiß, was ich mit denen machen muss. Oh, oh! Das ist dann das nächste links. Und hier ist anscheinend irgendeine Ziel, also eine Strecke. Wahrscheinlich für die dritte Disziplin dann. Und ein Mumbo. Mist. Naja, egal. Würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge von Banjo-Tooie. Ciao, ciao.